Jetzt der Radio 7 Fan-Talk. Was Basketballfans wissen wollen. So, das wollen wir natürlich ganz offiziell machen. Hallo, hier ist der Radio 7 Fan-Talk nach dem Heimsieg von Ratio Farm Ulm gegen die Telekom Baskets Bonn mit unserem Headcoach Thorsten. Thorsten! Oder besser Thorsten! Hi Thorsten, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich habe gerade festgestellt, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast. Wir legen ja immer vor dem Spiel fest, wer im Fan-Talk kommt. Und ich meine, du warst noch nie nach einer Niederlage da. Kann das sein? Das hat mir A, gerade der Martin gesagt. B, weiß ich das aber auch selbst, weil ich kann mich natürlich an jeden Fan-Talk erinnern. Natürlich. Das Gute ist, dass ich nicht wirklich daran glaube, dass meine Anwesenheit hier in irgendeiner Form was mit dem Ergebnis davor zu tun hat. Du meinst aber nur deine Anwesenheit hier, nicht die hier, Anwesenheit. Ja. Hier auf diesem Stuhl oder früher auch auf einer Couch. Die hat in der Tat nichts damit zu tun, was wir da auf dem Feld abliefern. Deswegen sparen wir uns das, was jetzt kommen sollte. Ich komme jetzt zu jedem Fan-Talk. Nein, das will ich den Fans wirklich nicht antun. Ja. Und was ist mit mir? Du bist mir in dem Fall egal. Ich weiß, dass die Fans zehnmal lieber die Spieler hier haben als mich. Von daher, wir behalten das bei der üblichen Rotation. Okay. Ich bin gerne hier. Ich freue mich vor allen Dingen, wenn ich nach einem Sieg hier sein darf. Aber beim nächsten Mal ist auch wieder ein Spieler hier. Und wir werden trotzdem beim nächsten Mal gewinnen. Jetzt waren es zwei starke Vorstellungen diese Woche. Auch gegen Monaco mit einer Rumpfmannschaft toll gespielt, gekämpft, sich am Schluss nicht belohnt. Dann heute hier den ersehnten Heimsieg. Ist es für dich jetzt tatsächlich so eine kleine Trendwende? Oder sagst du, das ist ein kontinuierlicher Weg und wir freuen uns zwar über den Sieg heute, aber ich hätte das auch gesehen, die Entwicklung der Mannschaft. Wie ist es aus deiner Sicht als Coach? Also, ich fange mal an. Ich glaube, dass wir im Heimspiel gegen München eine gute Leistung gezeigt haben. Wir haben auch danach gar nicht schlecht Basketball gespielt. In Belgrad ein bisschen schwächer als im Heimspiel. Dann haben wir eine gute erste Halbzeit in Frankfurt gespielt und das Spiel verloren. Zu Hause gegen Galatasaray wieder eine bessere Leistung, das Spiel gewonnen. In Oldenburg meiner Meinung nach gut gespielt, uns aber nicht belohnt. Und nach diesen fünf Spielen ging es ehrlich gesagt ein bisschen runter. Danach hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass insgesamt unser Spiel positiv war. Da ist die Leistung ein bisschen nach unten gefallen. Ja, die Körpersprache war auch nicht mehr so gut. Warum? Weil wir von diesen fünf Spielen genau eins gewonnen hatten, vier verloren. Das war eine Enttäuschung, weil wir mit großen Erwartungen an uns selbst in die Saison gegangen sind. Und danach waren die Leistungen in der Tat schwächer. Jetzt sind sie wieder besser. Ja, also was man die letzten zwei, drei Wochen ganz klar sehen kann, ist, dass sich die Entwicklung wieder in die, also dass sich die spielerische Entwicklung wieder in die richtige Richtung bewegt. Also es ist nicht mehr so, dass man sagen würde, oh, beim nächsten Mal wird es wieder schwierig, so wie die heute gespielt haben. Nein, nach einer Leistung heute, auch nach einer Leistung am Mittwoch, kann man deutlich optimistischer aufs nächste Spiel schauen. Ich glaube, wir haben uns in unserer Leistung stabilisiert. Sowohl defensiv sind wir wieder besser geworden, als auch offensiv sind wir besser geworden. Immer noch nicht gut. Ja, also das war heute solide, aber gut war das in meinen Augen noch nicht. Aber die Richtung stimmt. Und deswegen bin ich optimistisch. Und ich glaube, deswegen haben auch Fans Grund dazu, optimistisch zu sein. Die Richtung stimmt. Wie schwierig ist es denn jetzt, diese Länderspielpause? Ist es eher okay oder gut vielleicht? Es sind ja auch ein paar Spieler angeschlagen, kommen jetzt wieder rein ins Spiel, um sowas zu konsolidieren? Oder hättest du jetzt lieber eigentlich den Schwung aus den letzten Spielen mitgenommen? Allen Ernstes, so erschöpft, wie einige bei uns sind, sowohl aufgrund der Vielzahl der Spiele als auch aufgrund von kleineren Verletzungen oder irgendwelche Viren, die im Körper sind, sei es Magen-Darm, sei es Grippe. Also kaum einer ist davon verschont geblieben. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir jetzt diese zwei Wochen spielfrei haben. Das heißt allerdings nicht, dass wir zwei Wochen trainingsfrei haben. Wir werden relativ viel trainieren. Jetzt bekommen sie aber erstmal zwei Tage frei. So viel hatten sie diese Saison auch noch nicht. Diese zwei Tage brauchen sie, um die Akkus wieder aufzuladen. Danach werden wir intensiv trainieren, weil das ist auch wirklich nötig. Ich habe eben nachgerechnet, wir hatten genau eine einzige Phase, das war vor dem Bayreuth-Spiel, wo wir drei Mannschaftstrainings in Folge hatten.
sonst kenne ich das gar nicht mehr. Wir haben maximal 2 Trainings. Und da kann man davon ausgehen, dass ein Training sich mehr mit uns selbst befasst und das andere Training sich mehr mit dem Gegner befasst. Aber wir können nicht über einen längeren Zeitraum an gewissen Automatismen arbeiten. Und man hat gesehen, dass das nötig ist. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt die Pause haben, weil wir können jetzt wirklich nochmal ganz konzentriert sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung im Training arbeiten. Du sprichst von dem Akku der Spieler. Wie ist es denn mit dem Akku vom Torsten? Das Torsten ist ja manchmal so ein bisschen weniger liebevoll geworden von den Fans. Ist das anstrengend für dich oder geht es an dir vorbei oder nimmst du dich da nicht so wichtig? Oder? Also nicht im wichtigen Sinne von, also ist es nicht so wichtig für deine Arbeit? Ja, man kann ja mal die Fans fragen, ob die das Gefühl haben, dass ich mit weniger Leidenschaft, mit weniger Spaß an der Seitenauslinie stehe. Ich kann für meinen Teil sagen, ich bin genauso hungrig auf den Erfolg, ich bin genauso hungrig auf die Arbeit hier, wie ich das im ersten Jahr hier war. Mir macht die Trainingsarbeit extrem viel Spaß. Ich liebe die Entwicklung, die der Verein als Ganzes nimmt. Ja, wenn man sieht, wie erfolgreich wir im Nachwuchs sind, jetzt der Orange Campus, dass das losgeht. Also es sind so viele Dinge, die hier toll laufen und ich brenne drauf, hier weiterzumachen. Mir macht das riesig Spaß. Gleichzeitig finde ich, sollte man auch fair sein und sagen, es ist legitim, wenn Fans mit der bisherigen Saison nicht zufrieden sind. Und es ist auch legitim, einen Trainer in Frage zu stellen, nachdem die letzte Saison auch nicht so gelaufen ist, wie wir das wollten. Ich glaube, ich wäre unrealistisch und wahrscheinlich zu eitel, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das ist eine Frechheit, wenn man mich kritisiert. Natürlich ist das legitim. Ja. Ich kritisiere die Spieler, ich nehme mich selbst genauso in die Pflicht. Wir haben bislang noch nicht gut genug gespielt. Natürlich war das ein schweres Auftaktprogramm. Aber wir haben ein paar Niederlagen kassiert, die sollten wir nicht kassieren. Da haben wir einen höheren Anspruch an uns selbst. Und da muss ich mich natürlich auch hinterfragen. Und da akzeptiere ich auch Kritik von Zuschauern, die der Meinung sind, na, da sah der Leibenhardt aber auch nicht gut aus. Deswegen, ich bin da keinem sauer, der Kritik äußert. Gleichzeitig kriege ich so schrecklich viel auch nicht mit, weil natürlich, ich muss jetzt nicht 2 Stunden auf Facebook sein nach einer Niederlage, weil dann kann man wirklich die Depressionspillen nehmen. Naja, aber da ist ja auch tatsächlich so, dass natürlich in solchen Augenblicken da kriechen die Leute dann alle aus den Löchern und wissen alles besser. Da muss man, glaube ich, dann wirklich auf Durchzug schalten. Ich kriege es wirklich nicht mit, weil ich erwarte, dass es nicht allzu positiv ist. Und da habe ich dann zum Glück Wichtigeres zu tun. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir per E-Mail ein paar Fragen einsammeln. Die würde ich jetzt gerne an dich stellen. Da hat Nightfly14 gefragt, ist Thorsten mit der aktuellen Kaderzusammenstellung zufrieden oder würde er gern noch nachsteuern? Ich freue mich ja immer gern über Klarnamen, aber auch Nightfly14 gebe ich jetzt eine Antwort. Ich bin mit der Kaderzusammenstellung zufrieden. Okay. Ich glaube, dass wir eine gute Balance haben aus Erfahrung, aus jungen Spielern, aus Inside-Spielern, aus Spielern auf den Außenpositionen. Die größere Herausforderung in der Tat ist, all diese Jungs zufriedenzustellen. Ja, weil wir relativ tief besetzt sind. Die wollen alle spielen, die wollen alle 20, 30 Minuten spielen. Das ist momentan die Herausforderung. Wenn ich einen Wunsch habe, will ich mit allen weiterarbeiten. Ich nehme Nightfly14 nochmal kurz in Schutz. Sie schicken uns das und schreiben nur die Frage in den Betreff rein. Das sind dann die E-Mail-Adressen. Also sie haben keine Chance, ihren Namen dazu zu schreiben. Deswegen die Armen. ts-db@t-online. TS muss man vorsichtig sein. Nicht, dass das mein Chef ist. Ja. Es könnte sein. Was sind Thorstens persönliche Stärken, aber auch Schwächen? Also die direkte Frage ist, was empfindest du als Stärke von dir und was empfindest du vielleicht auch als eine Schwäche von dir? Jetzt muss man so ein bisschen differenzieren, rein basketballerisch gesehen oder grundsätzlich als Mensch. Ich glaube, dass ich eher ungeduldig bin. Ja, vielleicht erwarte ich zu viel zu früh. Was ich glaube, was positiv sein könnte, ist, dass ich es nicht darauf anlege, mich mit Spielern zu verkrachen. Ja, es gibt,
ich betrachte das als Stärke und ich glaube durchaus, dass es Menschen gibt, die mir das als Schwäche auslegen. Aber ich halte es für wichtig, dass wir in einer Arbeitsatmosphäre uns befinden, die positiv ist. Und diese positive Arbeitsatmosphäre, glaube ich, kann ich erzeugen. Es gibt viele Trainer, die über Angst motivieren, den Spieler Angst machen oder über den Gegner schlecht reden motivieren. Ich glaube, mein Ansatz ist eher, die eigenen Stärken hervorheben, die eigenen Stärken der Spieler hervorheben und zu sagen, du bist gut, trau es dir zu. Dadurch erreiche ich natürlich, dass die Spieler auch eher an mich glauben, weil ich ihnen ja auch ein gutes Gefühl gebe. Ich würde das als Stärke bezeichnen. Bisschen blöd, da ich dann gleichzeitig ungeduldig bin. Ja, also wenn ich Ihnen sage, ja, du bist gut, aber dann die Aktion aber noch nicht gut ist, ja, dann werde ich nervös. Ja, aber dann mach's doch jetzt bitte auch richtig. Explosive Mischung, positives Arbeitsumfeld hast du angesprochen. Da kommt eine Frage, die geht in eine ähnliche Richtung. Wenn der Erfolg nicht da ist, Michael Flucke hat es geschrieben, die Stimmen, Forderungen, neuer Coach, Rücktritt werden dann immer lauter. Wie geht man mit so einer Situation um? Empfindest du das überhaupt so als negatives Umfeld? Man muss ja differenzieren, wer fordert sowas? Wenn das meine Vorgesetzten fordern, dann haben die eine ganz einfache Maßnahme. Sie sorgen dafür, dass ich nicht mehr länger Trainer bin. Ansonsten können es Fans fordern oder Journalisten fordern. Beides kriege ich ehrlich gesagt nicht mit. Ich würde zurücktreten, wenn ich das Gefühl habe, ich erreiche die Mannschaft nicht. Ich erreiche mit der Mannschaft nichts mehr. Beides habe ich nicht. Ich arbeite gerne mit denen. Ich bekomme auch ein Gefühl zurück, dass sie daran glauben, was ich ihnen vermittle. Und deswegen stellt sich die Frage eines Rücktrittes für mich nicht. Okay. Es geht jetzt auch um Kommunikation. Christian Ballschmidt fragt, unterhält sich Thorsten während des Spiels mit den deutschen Spielern auch auf Englisch, wenn er sie direkt oder einzeln anspricht? Nein, das tue ich in der Tat nicht. Dann rede ich Deutsch. Das hört sich manchmal komisch an, weil ich dann viele englische Ausdrücke benutze, weil wir einfach über Pick and Roll und nicht Block und Abrollen sprechen. Wir reden auch nicht über einen Abpraller, sondern über einen Rebound. Also dann ist der halbe Satz Englisch, aber die anderen Wörter, die nicht gerade ganz basketballspezifisch sind, die sind dann auf Deutsch. Und die letzte Frage, die noch per E-Mail gekommen ist: Was unternimmt man als Basketballtrainer, um seine Spieler in schwierigen Zeiten zu motivieren? Habt ihr auch Psychologen, die mit den Sportlern kommunizieren? Oder wie stecken die das weg? Kommt von Patrick Köppe. Geht so ein bisschen in die Richtung, als ich die Frage mit Stärken und Schwächen beantwortet habe. Ich halte nichts davon, in einer Phase, wo Spieler verunsichert sind, wo sie frustriert sind, weil es Niederlagen gab, nochmal ordentlich draufzuhauen. Ich glaube daran, dass man sie dann aufrichten muss. Was in der Vergangenheit in meinen Augen oftmals geholfen hat, ist ihnen visuell zu zeigen, was gut funktioniert hat oder auch gerade im Augenblick funktioniert. Ich finde in jedem Spiel Sequenzen, die positiv waren. Wir haben zum Beispiel auch Sequenzen, wo sie gekämpft haben, wie verrückt, wo sie nach einem Ball gesprungen sind. Die haben wir zusammengeschnitten und der Mannschaft präsentiert. Ihnen erklärt, guckt mal, ihr könnt kämpfen. Stellt es nicht in Frage, ob ihr kämpfen könnt. Ihr müsst es einfach nur von Anfang bis Ende machen. Ja? Also wieder diese positive Ansprache, ihnen positiv vor Augen führen, zu was sie in der Lage sind. Das ist meine Methode in aller Regel, wenn ich das Gefühl habe, die sind zu sehr mit sich selbst, mit dieser Niederlagenserie beschäftigt, so versuche ich sie da rauszubekommen. Gleichzeitig besitzen wir auch das Angebot, mit Psychologen zu arbeiten. Allerdings ist das ein freiwilliges Angebot. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Spieler, der nicht wirklich an sowas glaubt, auch so darüber keinen Nutzen erzielt. Wenn ein Spieler allerdings auf mich zukommt und sagt, ich bin gerade in einem Loch, hast du eine Idee, ich möchte mal mit jemandem darüber reden und ich glaube jetzt nicht, dass der Trainer der Richtige ist, dann geben wir den Spielern Anleitung, dann haben wir Menschen, die mit den Spielern arbeiten. Wir haben einen diversen Pool an Psychologen, die dann für solche Situationen möglicherweise auch besser geeignet sind als ich. Vielleicht ein bisschen weniger ungeduldig sind dann auch. Vielleicht. Gibt es noch eine Frage jetzt hier direkt aus dem Rund, dann bitte ein Handzeichen. Gibt es noch eine Frage? Ah, hier. Bitte kurz den Namen und dann die Frage. Ralf, hallo.
Das erste Training nach dem Ludwigsburg-Spiel oder nach dem Gießen-Spiel, wie muss man sich das vorstellen, wenn du da das erste Mal wieder auf die Mannschaft triffst? Wie ist da so die Stimmung oder wie geht ihr miteinander um? Stimmung ist schlecht. Stimmung ist richtig schlecht. Das Ludwigsburg-Spiel, das war ja schon extrem hart. Was wir dann gemacht haben ist, oder was ich dann gemacht habe, ich habe über ihre Rollen mit den Spielern gesprochen. Ja, und dann habe ich Statistiken von Real Madrid genommen, von ZSKA Moskau, von TAU Vitoria und habe da auch viel über Spielzeit gesprochen. Weil mein Eindruck in der Phase war, wir sind eine relativ besetzte Mannschaft, alle sind nicht so ganz glücklich, weil sie gern ein bisschen mehr spielen würden und wenn sie rauskommen nach einem Fehler, dann sind sie auch frustriert. Und dann habe ich versucht aufzuzeigen, dass man auch in limitierter Spielzeit einen richtigen Input haben kann, solange man an diese Mannschaft glaubt und nicht eigensinnig spielt. Und das war eine relativ harte Angelegenheit, auch sehr offen. Ich habe mit jedem Spieler direkt gesprochen, allerdings vor der gesamten Mannschaft. Ja, also ich habe da jetzt nicht gesagt, okay, dessen Gefühle verletze ich jetzt, wenn ich ihm sage, du musst in 14 Minuten mehr bringen. Ja? Sondern ich wollte, dass die anderen das hören, damit auch meine Denkweise nachvollziehbar ist. Warum spielt denn Spieler X nur 15 Minuten und nicht 22 Minuten? Das konnte man dann auch mit Statistiken belegen. Aber gleichzeitig wieder der positive Ansatz. In Vitoria, glaube ich, spielt in der Euroleague genau ein Spieler über 20 Minuten. Alle anderen spielen weniger als 20 Minuten im Schnitt. Das heißt, da ist es ganz normal, dass du mit 14 Minuten Spielzeit eine richtig wichtige Rolle hast. Und das versuche ich meinen Spielern auch zu erklären. Es kann sein, dass du nicht die 30 Minuten spielst, die du dir erwartest. Aber das heißt nicht, dass ich glaube, du bist nicht produktiv für diese Mannschaft. Du kannst dieser Mannschaft nichts bringen. Du musst es halt in weniger Spielzeit machen. Und wenn du das gut machst, ist es in aller Regel so, dass du im nächsten Spiel oder schon im gleichen Spiel mehr Minuten bekommst. Also wir haben sehr viel über Rollen gesprochen, Rollenverständnis und auch wieder versucht den Spielern das Gefühl zu geben, auch in begrenzter Spielzeit kannst du sehr wichtig für diese Mannschaft sein. Wer antwortet damit? Noch eine Frage. Jetzt haben wir so viel basketballtechnisch und so wenig lustige Sachen gemacht, deswegen spielen wir nämlich jetzt noch Fragen-Bingo. Das gibt es jetzt ganz neu. Du bist jetzt aufgefordert, so rum zu mischen und dann einmal so rum zu drehen und zu jedem Nummer gibt es eine Frage und die stelle ich dir dann. Fünf Fragen, fünf Fragen. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, wer wohl? Nein, guck mal, Thorsten, hier, schau. Wenn du so weiter drehst, dann fällt es da raus. Die Spieler haben das alle toll hingekriegt. Deswegen sind sie Spieler. Die 57, guck, und ich lese jetzt einfach Kommentar, sonst heißt es immer, ich stelle blöde Fragen, aber da kann ich jetzt nichts machen. Gib einem 14-jährigen Thorsten einen guten, nee, das steht nicht. Da steht nur, gib einem 14-Jährigen einen guten Ratschlag. Lauf nicht mit der gleichen Frisur rum wie ich als 14-Jähriger. Ja, da schließt sie natürlich jetzt eine Frage an. Ja, weiß nicht, ob die draufsteht, ansonsten sage ich nichts. Ich wäre jetzt sehr gespannt auf die, wie war das dann so? Es war unnatürliche Farbe mit im Spiel, mehr sage ich nicht. Würdest du wieder, also zu dir mischen und dann in die andere Richtung... Immerhin bin ich ein bisschen lernfähig. Das ist so ein bisschen grobschlächtig, wie du damit umgehst. Der Peer hat es mir fast auseinandergenommen. Alle anderen Spieler waren da sehr feinfühlig. Ich habe das aus meinem persönlichen Etat angeschafft. Die Frage 29. Hast du eine besondere App, die du empfehlen kannst? Das ist eine Basketball-App, heißt irgendwie sowas wie Coaching Doktor, ich weiß es nicht. Aber die ist ganz schön, da kann man die Technik eines Basketballwurfes sehr gut analysieren. Und die hilft mir und die nutze ich gerne, weil es ist eine Sache, dem Spieler zu sagen, ja, du musst dein Handgelenk ein bisschen mehr in die Richtung abklappen, wenn er es sieht und wenn man das in Slow Motion und alles ihm zeigen kann, dann ist das eine sehr schöne App. Die habe ich auf dem Handy, das geht ganz schmerzfrei. Wenn mir irgendwas im Training an der Technik eines Spielers nicht gefällt, hole ich die raus, filme seinen Wurf und zeige ihm, was er verändern soll. Basketballcoach. Also wer es genau wissen will, einfach Mail an Thorsten. Genau. So, nächstes. Wie viel kommen da noch? Falsche Richtung, Entschuldigung.
Haben wir jetzt? Ich hab doch. Ja, so mischen und so rum, ja. Dann weiter drehen, weiter. So, da ist er doch. 74. 74. Kannst du so das ist meine Lieblingszahl, eine meiner Lieblingszahlen. Wie viele Lieblingszahlen hast du denn? Ich habe diverse, aber 74 ist eine gute Zahl, weil die beiden Zahlen meines Geburtstages darin vorkommen. Ah, okay. Dann bist du am... Jetzt hätte ich eine Frage an dich. Welche zwei Möglichkeiten gibt es? Na gut, 4.7. oder 7.4.? Ich mag, wie du denkst, richtig. Ja. Kommst du eher nach Mama oder nach Papa? Ich glaube, ich komme etwas eher nach Mama. Ich darf nicht nachfragen, steht nur die Frage. Was? Ich weiß nicht. Mein Mikro ist noch an, ich gebe es dir aber nicht. Meins funktioniert nicht, Nein, guck nicht hier rüber, ich gebe es dir nicht. Dann dreh die nächste. Ich kann sie ja dann selbst vorlesen, gell? Ich finde es eh schöner, wenn ich mehr rede als du. Was ist deine Nummer? 73, auch eine schöne Nummer. Aber passt nicht mit dem Geburtstag. So, was kann dich richtig nerven? Ich könnte jetzt dumme Fragen sagen, aber ehrlich gesagt nervt mich Arroganz. Wenn jemand es nicht für nötig hält, sich bei jemand anderem zu bedanken, wenn man schlechte Laune hat, völlig grundlos, oder wenn man denkt, man ist was Besseres, und warum auch. Ja, also ich kann mit Arroganz wenig anfangen, ich halte Freundlichkeit für was sehr Angenehmes und deswegen das Gegenteil von Freundlichkeit nervt mich. Eine noch. Eine noch. Wir können auch alle 100 machen. 48. Auch eine schöne Zahl? Nö, finde ich blöd. Ungerade Zahlen sind besser. Das ist aber eine langweilige Frage. Was isst du am liebsten? Also könnte ich jetzt auch ein bisschen länger drüber reden. Ja, doch. Als ich noch was jünger war, als ich das Problem mit der Frisur hatte, da waren die Hefeklöße meiner Mutter meine Leibspeise. Die sind immer noch sensationell, komme ich leider viel zu selten dazu, die zu essen. Weil ich dazu nicht komme, esse ich mittlerweile Sushi extrem gern. Okay. Hefeklöße, ist das eher herzhaft oder eher süß? Also so wie unsere Ofenschlupfer, so ähnlich? Oder eher süß oder salzig? Wieso hast du das Mikro eigentlich wieder? Ja. Was weiß ich, was Ofenschlupfer sind? Ja, ja. Ich sehe gerade hier, mein Kollege Sebastian Pautz von Radio 7 fragt gerade, wie lang bist du denn hier und hast du keine Ofenschlupfer gegessen? Sind das sowas wie Schupfnudeln? Wie heißt das? In Österreich Dampfnudeln oder sowas. Ja, so in die Richtung geht Hefeklöße. Ja, ja. Wir essen das auch süß. Ja. Du musst abmoderieren. Du musst ja sagen, es war der Radio 7 Fan-Talk, schönen Abend noch. Nee, ich bin auch noch nicht fertig. Ach so, ja. Ich mache noch mal eine Frage. Hast du noch mal? Ja. Also nicht, dass ich das Gefühl habe, jeder will das unbedingt noch in die Länge ziehen, aber mir macht es gerade Spaß, deswegen 61. 61. Warte, wo ist es denn? Hier. Welchen Spitznamen hattest du als Kind? Also der Spitzname kam tatsächlich erst mit 18, 19. Wegen der Frisur? Nee, die war dann schon wieder besser. Also besser, was die war dann so wie jetzt, bin ich auch nicht gerade glücklich mit, aber ich hatte auch mal eine Glatze und das sah noch schlimmer aus, von daher. Da sind wir aufgestiegen und da habe ich eine Wette verloren. Okay. Und, aber das möchte ich keinem jetzt mehr zumuten, also lasse ich so, wie es gerade ist. Spitzname kam dann mit 18, 19, da wurde mein Nachname einfach kürzer gemacht, aus Leibenhardt wurde Leiby gemacht. Leiby? Ja. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Wurde auch nicht gefragt, ob ich es gut finde. Ja, okay. Ja, aber so wurde ich gerufen und irgendwann habe ich darauf reagiert. Komm, eine noch, oder? Eine noch? Eine okay. Noch. Rückwärts und dann vorwärts. Richtig? Lernfähig. 39. 39. Schöne Zahl oder keine so schöne? Nee, auch nicht so gut. Was ist besser, Urlaub mit der Freundin oder mit den Jungs? Kann ich nicht beantworten. Ich habe eine Frau. Ja. Selbstverständlich ist Urlaub mit der Frau besser. Viel besser. Ja, ich mache aber auch gerne Urlaub mit den Freunden. So, jetzt muss abholen. So, das war der Radio 7 Fan Talk.
Der Kollege rechts von mir und ich, wir möchten uns bei den Zuhörern bedanken, dass sie so geduldig ausgeharrt haben und dass es auch hier und da Applaus gab, nicht nur bei den Rücktrittsrufen. Es hat Spaß gemacht und wir freuen uns, wenn wir euch alle hier wiedersehen. Richtig, Marc? Alles richtig, gute Nacht, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Der Radio 7 Fan Talk. Alle Folgen zum Nachhören auf radio7.de.